Ende Juli erwartet uns ein Krimi aus China in den deutschen Kinos, der schon auf der Berlinale recht erfolgreich lief. Und damit werfen wir einen Blick auf den deutschen Trailer von Feuerwerk am helllichten Tage. Der Tote heißt Lan Ji-Yun. Hier sind sein Ausweis und seine blutverschmierte Kleidung. Überall gibt's Leichenteile, als hätte es welche geregnet. Überall in der ganzen Provinz. Gibt's irgendwelche Hinweise? Beide Opfer trugen Schlittschuhe, als es passierte. Das ist sie. Das ist die Frau des Toten. Sie ist in alle drei Mordfälle verwickelt. Es erwischt jeden, der etwas mit ihr anfängt. Es war, als ob man mit einem lebenden Toten zusammen ist. Jeden Mann umgebracht, der mir gefallen hat. Spar dir deine Erklärung! Ich will dir nur helfen! Was hast du gesehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin nicht der ganz große Krimi-Fan, finde aber, dass der Trailer spannend wirkt, eine tolle Optik hat, man findet dort schon recht interessante Dialoge und allein der Titel Feuerwerk am helllichten Tage, der hat sowas poetisch Interessantes, dass ich Lust bekomme, mehr davon zu sehen, auch wenn der Film natürlich ganz klar nicht für den Mainstream konzipiert ist, sondern eher für Cineasten gedacht und für uns von Weltkino voraussichtlich ab dem 24. Juli 2014 in die deutschen Kinos gebracht wird. Hier die Geschichte erzählt von einer Reihe von sehr brutalen Leichenfunden im Jahr 1999 in einer kleinen Stadt im Norden Chinas und die Frage, wer steckt dort hinter? Relativ schnell ist ein vermeintlicher Täter ermittelt, bei deren Festnahme es zu einem Zwischenfall kommt. Zwei Polizisten dabei sterben, ein dritter überlebt, der anschließend den Dienst quittiert und dann weiter als Wachmann arbeitet. 5 Jahre später kommt es aber zu ähnlichen Taten in der gleichen Region und dieser Mann will nun herausfinden, was hat es mit diesen Sachen auf sich und wie sind die neuen Taten im Zusammenhang mit denen vor 5 Jahren zu sehen und findet heraus, dass die einstigen Opfer alle eine Verbindung haben zu einer gemeinsamen Frau und er versucht herauszufinden, was hat es mit dieser Frau auf sich, aber verliebt sich gleichzeitig in diese und begibt sich damit in eine Gefahrenzone, in der Gefühle und gleichzeitig aber auch Gräueltaten zusammenhängt, verpackt sind in einen Krimi, bei dessen Trailer ich wie gesagt sagen muss, der hat was. Auch wenn ich kein Krimi-Fan bin, ich finde die Optik toll, ich finde auch asiatisches Kino immer wieder interessant, weil es oft auch ganz besondere Kameraeinstellungen zutage bringt, die wir jetzt, sage ich mal, in der westlichen Filmwelt nicht unbedingt gewohnt sind und ich bin echt gespannt und wenn mir der Streifen mal über den Weg läuft im Kino, muss ich mir den wahrscheinlich mal ansehen. Feuerwerk am helllichten Tage, ein Titel, der sich einfach in meinen Kopf verpflanzt und einfach direkt irgendwie interessant ist. Seht ihr das auch so oder findet ihr das überhaupt nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich kann völlig verstehen, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nicht meins. Das ist eben so Cineastenkino, sehr speziell für eine spezielle Nische von Zuschauerschaften und damit bin ich aber auch durch mit einem kurzen kleinen Trailer-Check zu Feuerwerk am helllichten Tage. Ich kann den Titel gar nicht oft genug sagen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.